Also ich bin telefonisch gedroht worden und ich habe Kollegen gesehen, dass sie getötet wurden. Und irgendwann hat man Angst, dass in die Reihe, du bist die Nächste. Insbesondere von meiner Mutter. Ich erinnere mich ganz richtig, das hat mir gesagt, ich kann es schon überleben, dass du in einem anderen Land lebst, aber lebendig zu sein ist mir ganz wichtig und ich will, dass mein Sohn lebendig sein würde. Und ja, deswegen bin ich geflüchtet. Wenn ich nicht am Schaffen bin, dann bin ich in Olten an der F1W. Oder wenn ich nicht an der F1W bin, unter der Woche bin ich dann bei der Arbeit. Und ja, das bin ich, wie ich gesagt habe, das ist mein Leben. Das mache ich. Ciao, ciao. Ciao. Mach's gut. Als Flüchtling, wir sind nicht in der Schweiz gekommen, einfach sicher zu sein, immer zu Hause zu sein und nicht schaffen. Wir sind sicher und niemand kommt zu uns und dann, oder bedroht uns und so. Nein, das ist nicht Sicherheit für uns. Für mich Sicherheit heißt gutes Studium, gutes Leben, gute Zukunft. Ich meine, ganz normal zu sein wie die anderen Schweizer, das ist Sicherheit. Jeder hat Recht, glücklich zu sein. Und für jeden Mensch die Glücklichkeit heißt etwas anderes. In 10 Jahren sehe ich mich mit einer schönen Frau, ein paar Kinder, Studium abgeschlossen. Ja, bin ich irgendwo in die Ferien und so. Ja, das ist mein Traum.